Früher waren sie Autoritäten, streng, aber respektiert. Heute ist das Image der Lehrer schwer beschädigt. Mehr arbeiten sollten sie, mehr Stunden machen, ganztägig bis 16 Uhr. Die Leistung soll auch dementsprechend honoriert werden. Aber dann sollen sie auch die Leistung bringen und das ist leider nicht immer gegeben. Wer Kinder hat, der weiß gar nicht, wohin mit den Kindern. So viel Ferien, was die haben. Lehrerbashing ist zum Teil so alt wie die öffentliche Schule. Das ist nichts Neues. Allerdings würde ich schon sagen, dass Österreich jede Weltmeisterschaft im Lehrerbashing einen vorderen Platz garantiert hätte. Lehrerbashing als Ventil für den Unmut über das Schneckentempo der Bildungsreform, über veraltete Schulstrukturen. Also im Kern ist das österreichische Schulsystem sowohl von der Struktur her, wie von der Administration her, von der Verwaltung her, von der Steuerung her, nicht viel anderes aufgestellt, als es seinerzeit von Maria Theresia eingeführt wurde. Die Schule ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. An ihr zeigen sich die Schwächen und die Stärken der Gesellschaft besonders deutlich. Auch die Schwächen der Bildungspolitik zeigen sich deutlich. Seit Jahrzehnten werden die immer gleichen Themen diskutiert. Gesamtschule, Ganztagsschule, Lehrerarbeitszeit und Schulautonomie. Immer wieder blockierten festgefügte ideologische Positionen den notwendigen Pragmatismus in der Schulpolitik. Welches System ist am besten geeignet, jedem Kind die Chance zu geben, auch dem, wo die Begabung erst im 12. oder 13. Lebensjahr erkannt wird? Wir haben unsere Bedenken dagegen, dass durch eine bestimmte schulorganisatorische Regelung, die sehr oft unter dem Begriff Einheitsschule oder Gesamtschule zusammengefasst wurde, eine Nivellierung eintritt. Wer die Schulversuche diffamiert, kann das nur aus böswilliger Absicht tun oder aus Uninformiertheit. Die österreichischen Schulen funktionieren nicht wegen der politischen Steuerung, sondern trotz der politischen Steuerung. Die Schulkarriere eines Kindes entscheidet sich meist im Alter zwischen 10 und 14 Jahren. Dabei spielt das Bildungsniveau und der soziale Status der Eltern eine wichtige Rolle. Ein Modell zur stärkeren Demokratisierung der Bildungschancen wäre die Einführung der Gesamtschule. Das scheiterte bisher am Widerstand der ÖVP. Als politischer Kompromiss wurde die neue Mittelschule beschlossen. Sie sollte die in Verruf geratene Hauptschule ablösen und das Leistungsniveau durch individuelle Förderung heben. Hand aufs Herz, es ist ein Etikettenschwindel. Die Einführung der neuen Mittelschule hat leider an unserer Schule vom Schülerklientel wenig verändert. Es hat nichts mit einer Durchmischung unserer Gesellschaft zu tun. Solange es die AHS als zweite Möglichkeit nach der Volksschule es die gibt, solange werden wir ein Zweiklassengesellschaftssystem haben und züchten. Mehrere Stunden pro Woche sollten auch Pädagogen mit AHS-Ausbildung gemeinsam mit den ehemaligen Hauptschullehrern unterrichten. Hier in der Wiener Schopenhauer Straße, seit 2012 eine neue Mittelschule, sind 43 Lehrer beschäftigt. Bis heute arbeiten hier nur 2 AHS-Lehrer und sie unterrichten nicht im Team. Welcher AHS-Lehrer geht freiwillig in die Schopenhauer Straße 79? Die nicht den besten Ruf hat, die als sogenannte Brennpunktschule bezeichnet wird. Was heißt, wir haben 80-100% Kinder mit anderen Erstsprachen hier. Das erschwert natürlich die Lehrbedingungen. Und wer verschlechtert sich schon gerne? Und wir sprechen über Explorer, das heißt Entdecker. Wer weiß, wie man das Wort schreibt? Wer kann das auf die Tafel schreiben? Diana, probier es. Wie heißt denn das Wort in euren Muttersprachen? Nicht ganz, aber du bist fast eigentlich dabei, ja? Schulen mit hohem Migrantenanteil haben oft einen schlechten Ruf. Geringes Bildungsniveau, mangelnde Sprachkenntnisse, schlechte Unterrichtsqualität. Doch gerade an solchen Schulen wird oft engagiert mit den Kindern gearbeitet.
Neben Deutschlehrern kommen auch Muttersprachenlehrer für Türkisch und Bosnisch, Kroatisch, Serbisch zum Einsatz. Das größte Problem ist die Halbsprachigkeit, also wenn Sie weder die Muttersprache noch Deutsch können. Dann ist unser Konzept, wir fördern Sie genauso in der Muttersprache, wo ihr die Fachsprache fehlt. Wir machen Sie in der Muttersprache fit, damit Sie auch gut Deutsch aufsetzen können. Aber dass jeder Schüler eine einzelne Diagnose, eine einzelne Betreuung braucht, das ist schon klar und das macht viel Aufwand. Diese täglichen Sachen zum Beispiel, wie okay auf Türkisch oder so etwas, das hört man einfach immer wieder. Meistens Schimpfwörter auf Türkisch. Ja, aber das ist nicht im Unterricht, sondern in der Pause. In der Pause Schimpfwörter. Im Unterricht, ja, nein, okay, so etwas auf Türkisch, auf Serbisch. Mir hilft es, weil ich manche Wörter auf Serbisch nicht verstehe, dann erklären sie mir es. Oder auf Deutsch und Serbisch oder von Serbisch auf Deutsch. Wir kriegen sehr viele Schicksale mit. Je näher die Herzensbindung und die Beziehung zu den Kindern ist, umso mehr bekommt man mit. Die Strategie kann aber nicht sein, und das war mein Fehler früher, das alles heranzulassen und mitzufühlen. Ja, das ist schon gut, aber einfach Professionalität walten zu lassen. Um Professionalität ist man auch bemüht, wenn es um das Thema Gewalt geht. Hauptschulen, Gymnasien und Berufsschulen sind davon im gleichen Maß betroffen. Die Gewalt kommt nicht herein durch Ausländer, ja, sondern durch Kinder, die vielleicht im Umgang das nicht anders gelernt haben. Das Casting hast du schon mal bestanden, Luca, ja? Aus eigener Erfahrung zu Gewalt kann ich nur sagen, Gewaltprävention ist das Wichtigste. Natürlich, wenn jetzt Einzelfälle passieren, dann werden die aufgebauscht in den Medien. Wir hatten hier in der Nebenschule einmal sogar eine letale Geschichte, die dann jahrelang geheißen hat, es wäre hier passiert. Also solche einzel ausgeschlachteten Ausnahmesituationen prägen sich natürlich. Wer definiert, was Gewalt ist? Wer? Ich. Jeder für sich? Die Gesellschaft. Die Gesellschaft? Die Gesellschaft. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich veranstaltet für Lehrer regelmäßig Workshops zur Gewaltprävention. Auch neue Erscheinungsformen wie Cybermobbing werden behandelt. Eine generell gestiegene Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen lässt sich jedoch statistisch gesehen nicht bestätigen. Seit den 70er Jahren ist in der Kriminalstatistik eine Abnahme der Gewalt in Österreich zu sehen. Was festzustellen ist, dass die Gewalt, die es jetzt gibt, qualitativer ist. Also Mobbing zum Beispiel in Verbindung mit dem Internet, also Cybermobbing, hat schon eine Klasse für sich. Ey, was ist hier denn da, in Lukas? Lasst mich bitte! Hört's auf! Kleidung, das ist ja stylisch. Mach mir super den Lenkschneider. Das wird ein cooler Film. Hast du das jetzt wirklich aufgenommen? Ja, nein. Willst du das sehen? Sag her. Sag mal. Zu meiner Zeit, wie ich noch zur Schule gegangen bin, hat es Mobbing auch gegeben. Nur da hatte ich einen sicheren Bereich. Ich konnte zu Hause die Haustür zusperren und da hatte ich meine Ruhe. Heute läutet das Handy, heute bekomme ich E-Mails, heute haben wir WhatsApp, wo sehr viele Gruppenbildungen sind, wo man andere Menschen fertig macht. Aber was mir jetzt, es geht ja darum, was wir machen als Lehrer. Ne? Nachdem wir ja schon einen Workshop gehabt haben bei diesem Herrn, hoffe ich, dass es genauso sein wird, dass man wirklich für die Praxis Tipps kriegt, wie kann ich darauf reagieren, wie kann ich in einzelnen Situationen handeln, wie kann ich Konflikte entschärfen, wie kann ich deeskalieren. Und er holt aus und bam, hat er zogen. Dieser Umgang miteinander, dass jeder alles von mir weiß, ist ja unseren Schülern und Schülern gar nicht so bewusst. Also ich glaube nicht, dass es ein massiveres Gewaltproblem gibt. Ich glaube, dass es durch die Entwicklung der Gesellschaft, durch diese neuen Medien, ganz einfach andere Problematiken gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn wir Konflikte haben... Aber nicht nur im Bereich der Medienkompetenz sind Lehrer heute stärker gefordert. Auch der administrative Aufwand steigt.
Der Arbeitsplatz im Konferenzzimmer hingegen ist oft nicht größer als ein Quadratmeter. In vielen Schulen fehlen die räumlichen Voraussetzungen für ganztägigen Aufenthalt. Außerdem bezweifeln viele Lehrer den Reformerfolg der neuen Mittelschule. Versprochen wurde eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen, gemeinsames Unterrichten von Hauptschul- und Gymnasiallehrerinnen, Qualitätssteigerung in einer leistungsorientierten Schule, Individualisierung, Bildungsstandards, Zusatzangebote, Französisch, Spanisch, Physik, abgedeckt vor allem durch Gymnasiallehrer und. Und die Realität schaut ein klein wenig anders aus. Kaum Gymnasiallehrer, woher nehmen? Keine Individualisierung, sondern ständige Unruhe. Ständig frustrierte Schüler, die tagtäglich vor Augen geführt bekommen, dass sie nicht mithalten können. Dann Bildungsexperten, die in ihrer Profilierungswut auf den NMS-Zug aufspringen und unreflektiert alles weitergeben, was man ihnen vorgekaut hat und. Die neue Mittelschule kam zunächst als Versuch. Okay? Da haben sich dann viele engagierte Schulen beworben, dabei zu sein. Und die haben zum Teil richtig, richtig tolle Arbeit geleistet. Das kann man auch zeigen. Die haben nämlich all das gemacht, differenziert, flexibel gearbeitet, mit Stammkleingruppenmodellen gearbeitet und so weiter und so fort. Und dann kam die Politik und beschloss, die Mittelschule als Regelschule einzuführen, bevor irgendeine Evaluation, was klappt oder was nicht klappt, aber auch nur abgeschlossen war. Die Daten, die wir aus der ersten Generation haben, sind jetzt grob gesagt nicht sehr ermutigend. Jetzt muss man auf die zweite Generation warten. Die Daten gehören jetzt sorgfältig zusammengetragen und ausgewertet. Und innerhalb eines Jahres in etwa wird man das haben. Allerdings, wenn der Bericht dann herauskommt, ist die flächendeckende Umsetzung der Hauptschulen in neue Mittelschulen ohnehin schon passiert. Und der Evaluationsbericht möglicherweise zum Kränreiben. Die neue Unterrichtsministerin Gabriele Heinisch-Hossig will den Ausbau der neuen Mittelschulen fortsetzen. Spätestens bis zum Schuljahr 2015 sollen alle Hauptschulen in neue Mittelschulen umgewandelt sein. Bis in die 90er Jahre gab es einen Rahmenlehrplan. Und die Kolleginnen und Kollegen haben sich in ihrer unterrichtlichen Tätigkeit innerhalb dieses Rahmenlehrplans bewegen können. Dann wurde zunehmend normiert, kamen immer mehr Vorschriften, dann kam die Testeritis, das Hinlernen auf die Tests, Rankings von Schulen und die Hauptbeschwerde von unzufriedenen Kolleginnen und Kollegen ist, dass sie nicht mehr selbstbestimmt arbeiten können, sondern sozusagen die Vorgaben nachvollziehen müssen. Guten Abend. Zeugnis für das österreichische Schulsystem. Der PISA-Test ist da und der Ländervergleich zeigt, Österreich ist jetzt wieder auf altem Niveau. Die PISA-Studie der OECD ist eine internationale Schulleistungsuntersuchung mit dem Ziel, die unterschiedlichen Schultypen in über 60 Ländern zu evaluieren. Seit dem Jahr 2000 werden Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren alle drei Jahre wechselweise in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaft getestet. PISA findet in jedem Land in zufällig ausgewählten Schulen statt. Im internationalen Vergleich zeigt sich, nach den schlechten Ergebnissen 2009 befindet sich Österreich wieder auf dem Niveau des Jahres 2000. Zu den PISA-Siegern 2012 gehören Korea und Japan. Eine der Erkenntnisse der Studien: Die Leistungen der Schüler werden durch die Bildung der Eltern stark beeinflusst, ebenso vom sozialen und ökonomischen Status der Familie, aber auch vom Migrationshintergrund. Was wir machen, ist, dass wir kurzfristigen Lernerfolg höher bewerten als langfristige Lernfähigkeit. Das, was die Amerikaner Teaching to the Test nennen. No? Und das geben die ja sogar offen zu in diesem Land. Die geben doch offen zu, dass sie den Unterricht jetzt mehr an Pearls und PISA und so ein Kram ausrichten, damit Österreich besser aussieht. Aber da wird kindliches Lernen geopfert dafür, dass Politiker dann in der Pressemitteilung mitteilen können, sie hätten 0,002% mehr Leistung im letzten PISA-Test erreicht und das sei hochsignifikant. Der Druck liegt natürlich gewissermaßen auf den Lehrern und der Schule und das ist auch gut so. Denn wir verlangen ja von Lehrern und Schulen, dass sie gute Ergebnisse mit den Schülern erreichen, dass sie sich bemühen. Und wenn Schulen oder Lehrer außergewöhnlich schlechte Ergebnisse
erzielen, dann ist es sehr wohl notwendig, dass die Schulaufsicht, dass die Qualitätsverantwortlichen dorthin schauen und auch dafür sorgen, dass die Qualität sich verbessert. Schlechte Testergebnisse sind nicht nur Schuld der Schüler. Die neue Lehrerausbildung soll mehr didaktische Qualität bringen. Bisher besuchten künftige Pflichtschullehrer die Pädagogische Akademie, Lehrer für höhere Schulen die Universität. Nun soll die Ausbildung vereinheitlicht und auf etwa 5 Jahre erhöht werden. Die Absicht: Leistungs- und Niveausteigerung. Es gibt so viele Schulen und Lehrer und Lehrerinnen, die wirklich ausgezeichnete Arbeit machen, die engagiert sind, die da ist 40-Stunden-Woche überhaupt kein Thema. Und ich denke mir, hier in Österreich müssen wir die vor den Vorhang holen und applaudieren. Diese Kultur haben wir nicht. Wir haben die Jammerkultur und die Ausbesserungskultur, gerade was Schule anlangt. Unser Berufsbild der Lehrer, die Lehrerin des 21. Jahrhunderts, ist eine Beziehungsarbeit. Der psychologische und pädagogische Umgang mit schwierigen Kindern soll künftig allen Lehrern während der Ausbildung beigebracht werden. Nicht wie bisher, vor allem den Sonderschullehrern. Na, wenn ein sonderpädagogisches Zentrum die Türen aufmacht und alle anderen Kinder hereinlässt und sagt, wir sind eine Schule für alle Kinder, dann ist keine Endstation. Wenn sonderpädagogische Zentren sich nur als solche verstehen, die nur Kinder mit Beeinträchtigungen unterrichten, dann glaube ich, ist zu wenig Inspiration da. Wir speziell in der 4a haben wir ein schwerstbehindertes Mädchen und Kinder mit dem Sonderschullehrplan und auch Kinder mit der normalen Hauptschulbeurteilung und auch Kinder mit einer AHS-Beurteilung. Aber das gesamte Lehrerteam geht alle 4 Jahre mit. Das heißt, es entsteht ganz viel Vertrauen und ein enges Verhältnis zu den Kindern. Und dadurch können wir es ganz gut, denke ich mal, auffangen. Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenkonvention hat sich Österreich verpflichtet, die Sonderschulen abzuschaffen. In Zukunft sollen alle Schüler mit Behinderungen und Lernproblemen in den normalen Unterricht eingebunden werden. Es sind Kinder wirklich mit vielen Problemen. Entweder Problemen, dass sie sehr introvertiert sind, auch mutistische Kinder, also Kinder, die irgendwie die Sprachverweigerung haben. Oder Kinder, die halt so verhaltensauffällig sind, dass sie im normalen Unterrichtsgeschehen, weil sie so Rabauken sind, sage ich jetzt einmal, dass sie mal runtergebracht werden, weil sie so belastet sind mit allem Möglichen, was ihnen durch den Kopf geht, haben im Psychodrama die Möglichkeit, das auszuleben. Ihr seid jetzt die Psychodrama-Gruppe, ja? Kann ich auch eine Maske haben? Die spielen Szenen nach, die schlüpfen in Rollen. Die arbeiten auf, was in der Klasse oder zu Hause passiert. Und sie haben hohen, großen Respekt und Wertschätzung voneinander. Das kriege ich auch immer mehr zu spüren. Ich rette Sie. Was ist hier passiert? Ein Überfall. Sehen Sie das nicht? Wir müssen noch eingesperrt werden. Wir machen hier. In der Lernwerkstatt Donaustadt wird intensiv mit individuellen pädagogischen Ansätzen gearbeitet. Viele der Donaustadt-Absolventen gehen in weiterführende Schulen. Die meisten beginnen eine Berufsausbildung. Wir gehen mit den Kindern Branchenpräsentationen, wir schauen uns Schulen an, wir informieren die Eltern. In den letzten 10 Jahren ist diese Schulen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und diese Informationspolitik viel mehr geworden. Das war vor 10, 15 Jahren noch überhaupt nicht der Fall. Integration bis zur 9. Schulstufe und was dann? Was macht man dann? Und dann gibt es eben die Möglichkeiten, eine verlängerte Lehrausbildung, wo Kinder besonders betreut werden. Wir schicken die Kinder mit dem Förderbedarf eben weiter ins Poli oder in andere Schulen. Es ist mehr geworden. Also Sonderschule heißt nicht Endstation. Die Geschichte der Schule kennzeichnet ein langer Konflikt zwischen kirchlichen und staatlich-parteipolitischen Interessen. Schule und Erziehung sind im Mittelalter Monopole der Kirche. Bildung ist ein Privileg männlicher Aristokraten und reicher Eliten. Bildung als Grundrecht für alle, das Monopol von der Kirche zum Staat verlagern, das sind die Ziele der Aufklärung,
Davon beeinflusst gründet Kaiserin Maria Theresia 1774 das staatliche Bildungswesen. Sie führt auch die Schulpflicht für alle 6- bis 12-Jährigen ein. Gleichzeitig wird die Grundlage für jene Schultypen geschaffen, die heute als Volksschule, Hauptschule und Gymnasium bekannt sind. Religiöse Bildung soll sich auf den Religionsunterricht beschränken. Unter Kaiser Franz Josef kommt es Mitte des 19. Jahrhunderts zur kurzen Renaissance der klerikalen Aufsicht. Sie wird jedoch per Gesetz wieder rückgängig gemacht. Bildungschancen für alle lautet das Ziel, unabhängig von Religion, Herkunft oder Geschlecht. Mädchenschulen werden gegründet und die Schulpflicht von 6 auf 8 Jahre verlängert. Neue Gegenstände wie Geografie, Geschichte oder Geometrie werden eingeführt. Religion bleibt Pflichtfach. Der Kulturkampf um die Schule beginnt nach der Gründung der Ersten Republik. Sozialdemokraten gegen Christlich-Soziale. Der erste Unterrichtsminister der Republik verkündet Visionäres. Der Sozialdemokrat Otto Glöckl will die gemeinsame Schule aller 10- bis 14-Jährigen. Religion wird als Pflichtfach abgeschafft. Das lehnen Kirche und Christlich-Soziale ab. Im Namen Gottes des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält das österreichische Volk, in seinem christlichen deutschen Bundesstaat, auf ständischer Grundlage diese Verfassung. Im Mai 1934, mit der Gründung des christlich-autoritären Ständestaates, ist der Kulturkampf entschieden. Das Recht geht nun nicht mehr vom Volk, sondern von Gott aus. Die Sozialdemokratie ist verboten. Die Lehrer müssen ihren Diensteid auf Gott, dem Allmächtigen, schwören. Schulgebet, Gottesdienstbesuche und Religionsunterricht sind wieder Pflicht. Zudem werden Mädchen immer mehr aus dem Bildungssystem gedrängt. Im März 1938 beginnt die radikalste Ideologisierung des Schulsystems. Führerkult statt Religion, Bildung nur für Arier. Juden haben kein Recht darauf. Für Mädchen und Frauen heißt es nun Sport und Mutterschaft statt Bildung. Der Führer braucht Soldaten. Nach dem Ende des Krieges 1945 hat die neue Große Koalition scheinbar Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Nun teilt man die Macht im Staat. Ein roter Chef, ein schwarzer Stellvertreter oder umgekehrt. Also Proporz statt Kulturkampf, auch im Schulbereich. Erst 1962 kommen größere Reformen, etwa die Verlängerung der Schulpflicht auf 9 Jahre. Inzwischen ist jedoch das alte ideologische Misstrauen wieder ausgebrochen. Die SPÖ bezeichnet das Gesamtschulmodell als eines ihrer Bildungsziele. Die ÖVP hingegen will keine Gleichmacherei und bangt um das Leistungsprinzip. Daher wird 1962 auch die Zweidrittelmehrheit für Schulgesetze beschlossen. Ohne Zustimmung des anderen geht künftig nichts mehr, auch nicht im Fall der absoluten Mehrheit einer Partei. Schulreform, bitte warten. Schulreform, bitte warten. Ab 1970 beseitigt die SPÖ-Alleinregierung unter Bruno Kreisky wichtige materielle Bildungsbarrieren. Für Gratis-Schulbücher oder Schülerfreifahrt bedarf es keiner Zweidrittelmehrheit, denn das fällt unter Familienförderung. Die Schulbauoffensive übernimmt das Bautenministerium. Der ideologische Stellungskrieg geht auch in den 80er Jahren weiter, ebenso der Proporz. Ich sage Ihnen ein Wort, das Sie von mir nicht erwarten. Es kotzt mich an. Ich halte es für furchtbar und halte es für schrecklich. Geht es um Verbesserungen innerhalb des bestehenden Systems, gelingen ÖVP und SPÖ durchaus auch Fortschritte. Etwa die Lehrplanmodernisierung, Behindertenintegration, interkulturelle Erziehung und das Aufsteigen mit einem nicht genügend. 2005 schließlich wird unter ÖVP-Bildungsministerin Elisabeth Gehrer die Zweidrittelmehrheit abgeschafft. Das ist im Wesentlichen 2005 aufgehoben, aber natürlich de facto weiterhin bestehen. Zum Ersten, weil wir seit Ende 2006 wieder eine sogenannte Große Koalition haben. Und zum Zweiten, weil natürlich auch die Länder massiv hineinspielen über die Landesschulräte. Und dort ist der gute alte oder nicht so gute, aber alte Proporz sehr lebendig. Diese Gleichgewichtsdoktrin setzt sich seit 1962 auch in den Ländern fort. Föderalismus gegen Zentralismus, Bund gegen Länder, Rot gegen Schwarz, Kompetenz- und Prestigekämpfe, aber auch Finanzierungsfragen blockieren notwendige Reformen.
Nach 1945 war im Wahlverhalten etwa klar, dass 90% der Menschen in Österreich eine der beiden damaligen Großparteien bevorzugen. Heute wissen wir, dass es kaum noch 50% sind. Das heißt, dem Proporz ist die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit abhanden gekommen. Die koalitionären Verhandler haben doch angekündigt, quasi eine Politik neuen Stils zu betreiben. Wenn sie es nicht schaffen, wird es sie ohnehin bei den nächsten Wahlen vermutlich nicht mehr als Regierungspartei geben. Mit dem Rücken zur Wand stehend könnte man sich doch vorstellen, dass man endlich die großen Probleme energisch mal angeht. Dass man die Schüler, die tatsächlich ohne Chance aus den Schulen kommt, deutlich in ihrer Zahl vermindert. Man muss sich kümmern um die sich sonst niemand kümmert. Weder das Elternhaus noch die Schule wirklich, weil es nicht möglich ist aufgrund der Ressourcen. Es gibt zwar durchaus punktuelle, aber nicht systematische Fortschritte. Aber noch immer wird de facto das individuelle Schicksal eines Kindes, vor allem in dessen 10. Lebensjahr und vor allem wiederum reflektierend den Status der Eltern entschieden. Um das zu verhindern, fordert nicht nur die SPÖ schon seit Jahrzehnten die Einführung der Gesamtschule, die jedoch scheitert am Veto der ÖVP. Während die einen an die verbesserte Förderung leistungsschwacher Schüler glauben, befürchten die anderen die Eintopfschule mitsamt Nivellierung nach unten. In letzter Zeit ist aber Bewegung in die Debatte gekommen. Die schwarzen Landeshauptleute von Salzburg, Vorarlberg und Tirol planen Modellregionen zur Erprobung der Gesamtschule. Sie wehren sich damit gegen bildungspolitische Denkverbote in der eigenen Partei. Was immer man in den Ländern sich wünscht vom Bund, ist nett, aber entscheidend tut der Bund und mit mir gibt es keine Gesamtschule. Die Wiener Versuchsschule Anton-Krieger-Gasse wurde 1974 als integrative Gesamtschule mit AHS-Status gegründet. Seit 2009 wird das Gymnasium als Modellversuch gemeinsam mit einer neuen Mittelschule geführt. Schon immer wurde auf eine Durchmischung des Lehrkörpers Wert gelegt. Heute gibt es an dieser Schule 10-15% Pflichtschullehrer. Guten Morgen. So, das Thema unseres heutigen Unterrichts ist ein ganz, ganz neues Kapitel, der Kreis. Ich arbeite jetzt an einer Schule, die bereits annähernd 40 Jahre eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen propagiert. Ja, das heißt, wir haben immer schon auch nicht AHS-reife Schüler aufgenommen als AHS und arbeiten mit einem sehr breiten Schülerspektrum. Ihr sollt von diesen runden Gegenständen den Umfang bestimmen. Dafür gibt es diese schönen Schnüre. Mir taugt es eigentlich am meisten, dass alle relativ gut miteinander zurechtkommen, also das soziale Leben hier ziemlich gefördert wird. Und der Unterricht ist auch gar nicht so schlecht. Wenn ich irgendwo Hilfe brauche und mich nicht auskenne, dann kommt die andere Lehrerin oder der andere Lehrer und erklärt mir das inzwischen und dann, ja, ich find's gut. Das Problem ist, dass die Gesellschaft sehr viel an die Schule ausgelagert hat. Das heißt, dass ureigenste Aufgaben, die im Elternhaus behandelt werden sollten, an die Schule ausgelagert werden. Und natürlich, da sehr viel zusammenkommt. Man sollte gleichzeitig Sozialarbeiter, Psychologe und alles mögliche andere auch noch sein. Und diese Rollen kann natürlich ein Lehrer heutzutage, glaube ich, nicht wirklich überall professionell ausfüllen. Und daher gibt es auch immer wieder diesen Ruf auch der Lehrer nach Support durch Fachleute in diesen Bereichen, die ich eben genannt habe. Seit etwa 20 Jahren verfügt die Schule in der Anton-Krieger-Gasse über psychologisches Unterstützungspersonal. Was ich wahrnehme, das ist, dass es für ganz, ganz viele Kinder so wichtig ist, dass ihnen jemand einmal eine Stunde am Stück zuhört und sie ernst nimmt und sie in ihrer Gesamtpersönlichkeit wahrnimmt und ihre Schwierigkeiten total ernst nimmt und mit ihnen auch ein Stück des Weges geht. Die Lehrer und Lehrerinnen sollten heute eigentlich sowas sehen wie Wunderfuzzis. Die sollten alles können. Sie sollten einen guten Unterricht machen. Sie sollten mit Schülern, Schülerinnen, Eltern, aber auch untereinander sehr gut kommunizieren können. Und es ist heute wirklich wahnsinnig schwer für Lehrer und Lehrerinnen, dem zu entsprechen. Dieses Paradoxon zwischen grundsätzlich, dass man über die Lehrer vielleicht auch schimpft einmal, ja, und sagt, ah, das passt alles nicht, aber andererseits mit den eigenen Lehrern in der
die der eigenen Kinder zufrieden ist, dann muss ich schon sagen, für mich ist das wie im normalen Leben, wie im Berufsleben auch. Ja. Du hast natürlich Top-Lehrer dabei, aber du hast wie in jedem anderen Unternehmen einfach natürlich auch immer wieder Leute, die entweder nicht mehr mit können oder auch nicht mehr mit wollen, ja, und dementsprechend halt vom System mitgezogen werden. Nicht unterrichten können ist in Österreich kein Entlassungsgrund. Jedenfalls kein gerichtsfester Entlassungsgrund. Das muss man sich mal vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, Chirurgen, die nicht mit dem Skalpell umgehen können, können nicht entlassen werden. Was macht man in Österreich aus solchen Leuten? Wie kennen Sie den Ausdruck Wanderpokal? Diese Lehrkräfte heißen Wanderpokal. Die werden nämlich dann von Klasse zu Klasse und wenn es geht, von Schule zu Schule geschoben, um den Schaden gering zu halten. Das wäre so ungefähr so, als würden Sie einen unfähigen Chirurg von Operationssaal zu Operationssaal schieben, damit die Leichenquote ungefähr gleich hoch bleibt. Ich erlebe auch immer wieder, dass Lehrer und Lehrerinnen sich sehr heftig überfordern und mit vielen Thematiken kaum zu Rande kommen, weil sie auch nicht zu ihrem Job gehören. Aber oft doch den Anspruch an sich selber haben, auch diese Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen gut tun zu können. Lehrer leiden unter einer besonders hohen psychischen Belastung. In der Altersgruppe 50 plus ist ein Drittel der Lehrer emotional sehr erschöpft. Das belegt eine Studie des Ludwig-Boltzmann-Institutes zur Lehrergesundheit. Insgesamt ist etwa jeder vierte Lehrer Burnout gefährdet. Darüber zu sprechen, fällt aber vielen schwer. Burnout beginnt mit einer Phase, die eigentlich begleitet ist von sehr positiven Gefühlen, sowohl bei den Betroffenen als auch bei der Umgebung. Es sind nicht irgendwelche Menschen, die ausbrennen, es sind Menschen, die mit hohem Engagement, mit hohen Erwartungen und hohen Idealen im Job tätig sind, die dann aber frustriert werden, weil sie in der Realität des Arbeitsplatzes nicht erfüllt werden oder nicht erfüllbar sind. Ja, das ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her, dass ich im Burnout war. Was als schwierig dazu kam, ist auch dazu zu stehen, dass man einfach nicht mehr kann und im gleichen Atemzug zu sagen, man ist Lehrerin, wo man 3 Monate Ferien hat und eigentlich nur einen Halbtagsjob, das hat es nicht einfacher gemacht. Darüber hinaus habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt bemerkt, ich schaffe gar nichts mehr. Ich schaffe meinen Haushalt nicht. Meine eigene Familie ist mir eigentlich anstrengend. Ich bin stundenlang gesessen, habe Löcher in die Luft gestarrt und meinen Blumen beim Verwelken zugeschaut. Die Gefahr eines Rückfalls ist dann besonders groß, wenn sich an den Kontextbedingungen nichts geändert hat. Es reicht nicht aus, an der Person anzusetzen. Wenn ich nur an der Person ansetze, aber an den Kontextbedingungen verändert sich nichts. Das sind die Klienten, die nach einem stationären Aufenthalt, oft nach 8 Monaten oder nach 10 Monaten, mit dem nächsten Zusammenbruch wieder auf der Klinik sind. Wir haben als Lehrerinnen einen großen Druck, nicht nur von Vorgesetzten, sondern natürlich ganz massiv von den Eltern, dass die Kinder möglichst gute Noten haben, weil alle müssen ins Gymnasium, weil sonst ist man Mensch zweiter Klasse oder man verwehrt den Kindern dann einen entsprechend tollen Bildungsweg. Du lebst in einer Gesellschaft mit überschießenden Erwartungen, was Schule erreichen kann, mit überschießenden Erwartungen, was Bildung wert ist. In Zeiten von Finanzkrise, das Einzige, was sich sicher weitervererben kann, ist Bildung. Ob das Haus noch da ist, die Firma noch da ist, das Aktienpaket noch was wert ist, das weiß der liebe Gott. Aber Bildung bleibt. Das heißt, alle Beteiligten, also die aktiv sein können, also ein Teil der Eltern und die Lehrkräfte, stehen unter einem viel höheren Druck als früher. Und dann kommt auch noch sowas wie PISA und nationale Standards. Und all das erhöht den Druck. Und das heißt, das eigentliche Leiden der Gegenwart ist, dass wir völlig überzogene Erwartungen haben, was man in angemessener Zeit in Kinder im schulischen Betrieb reinstopfen kann. Ich möchte die Matura dann noch fertig machen, weil ich möchte eventuell Tierarzt werden, so wie mein Vater.
Und da braucht man auch die ganzen lateinischen Begriffe für die Knochen und Parasiten und die ganzen Medikamente. Diese sind ja auch alles lateinische Begriffe. Die Lehrer erklären dir, dass es nett ist, wenn jetzt zum Beispiel die Frau Professor oder der Herr Professor mit viel Zeug zum Tragen kommt, dass man ihr was abnimmt oder die Tür aufhält und immer grüßt, egal jeden Lehrer. Und man lernt auch so viel fürs Leben und es ist gut. Das erzbischöfliche Privatgymnasium Borromäum in Salzburg ist eine der letzten reinen Knabenschulen Österreichs. Sie genießt über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf. Privatschulen gelten aufgrund des Schulgeldes als Bildungsweg der höheren Schichten und werden immer beliebter. Für viele Eltern ist das humanistisch-neusprachliche Gymnasium eine willkommene Alternative zur öffentlichen Schule. Hat eigentlich das Gefühl, dass man in der Privatschule mehr den Kontakt mit den Lehrern hat. Und man hat das Gefühl, man kann auch ein bisschen etwas dazu beitragen, ja, als Elternteil, weil man sozusagen zahlender Gast in einer Schule ist. Also warum die Eltern die Schüler hier an unser Gymnasium schicken, hängt auch damit zusammen, dass teilweise die Eltern selber hier Schüler waren. Und es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir Werte vermitteln. Ich möchte der anderen Schulen nicht unterstellen, dass sie das nicht tun, aber hier ist doch die christlichen Werte werden vermittelt und wir sind eine kleine Schule. Unsere Eltern haben ein sehr hohes Bildungsinteresse und in gewissem Maße ist das auch an eine gewisse gesellschaftliche Stellung geknüpft tendenziell. Sodass wir im Borromäum sicher im Vergleich zu anderen staatlich-öffentlichen Schulen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Akademikereltern haben. Ich habe den ausdrücklichen Auftrag des Erzbischofs von Salzburg, nicht Eliteschule zu sein. Und es darf, das ist der ausdrückliche Nachsatz dabei, nicht am Schulgeld oder an der Finanzkraft der Eltern scheitern. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Omnes concedite. Das Ausbildungsziel des Borromäums, möglichst viele Absolventen auf ein späteres Studium vorzubereiten. Um den hohen Leistungsansprüchen der Eltern gerecht zu werden, bedarf es natürlich auch eines entsprechenden Lehrkörpers. Unterrichten an österreichischen Privatschulen die besseren Lehrer? Ja, fleißig üben müssen wir die Deklinationen. Der Landesschulrat kann uns nicht direkt einfach einen Lehrer zuweisen und wir müssen den nehmen, sondern wir können auch Lehrer ablehnen. Lehrer an einer katholischen Privatschule oder im Borromäum müssen ein sicher überdurchschnittliches Maß an Motivation und Leistungsbereitschaft mitbringen. Es ist also nicht damit abgetan, dass ich am Vormittag in die Schule komme und da den Unterricht aus dem Ärmel schüttle. Es wird nicht gesehen, was noch alles dranhängt, dass man also, speziell wenn man Korrekturfächer hat zu Hause, eine Menge Arbeit dann zu korrigieren hat. In dieser Hinsicht, was die Arbeitszeit betrifft, wird der Lehrberuf, glaube ich, sicher unterschätzt. Die Gesellschaft würde, glaube ich, auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, ein Wiener Philharmoniker arbeitet nur, wenn er im Orchestergraben der Wiener Staatsoper sitzt und sonst tut er nichts. Arete discipuli, vale magister. Laut einer aktuellen OECD-Studie liegen in Österreich die jährlichen Ausgaben pro Schüler im Volksschul- und Sekundarschulbereich deutlich über dem OECD-Schnitt. Die Studie macht dafür vor allem Lehrergehälter und Klassengrößen verantwortlich. Wir haben keine Möglichkeit zur differenzierten Beschäftigung. Wir haben keine pädagogischen Assistenten, wir haben keine technischen Assistenten. Wir können nicht flexibel einstellen, wir können nicht flexible Planung machen. Und das, weil wir jeden Mist von gleichermaßen bezahlten und mit Werteinheiten bombardierten Lehrern machen lassen, haben wir ein extrem teures Schulsystem. Und der Streit, den die da führen, der geht ja gar nicht darum, den Lehrern Zusatzbelastungen zu geben, sondern der geht in Wahrheit um Lohnkürzungen. Weil die meisten von denen machen diese Werteinheiten eh schon.
in der einen oder anderen Form. Das heißt, in Wirklichkeit ist es ein ganz klassischer Lohnkürzungskonflikt. Die Firma ist pleite und versucht sich bei ihren Beschäftigten das Geld wiederzuholen. Mit modernem Dienstrecht hat es gar nichts zu tun. Auch nach der 35. Verhandlungsrunde konnten sich die Vertreter der Regierung und der Gewerkschaft auf kein neues Lehrerdienstrecht einigen. Die Gewerkschaft fordert weiterhin eine Lehrerarbeitszeitstudie, weniger Verwaltung und Bürokratie, faire Bezahlung und vor allem mehr Unterstützungspersonal. Die Rede war von 13.000 Posten österreichweit. Wenn man jetzt wirklich ein modernes, attraktives und zukunftsorientiertes Lehrerdienstrecht auf den Weg bringen möchte, dann kann das Unterstützungspersonal für unsere Schulen nicht ausgespart werden. Und es ist mir klar, dass das natürlich nicht von heute auf morgen geht, aber hier braucht es dementsprechende Investitionen in unsere Schulen, in die Infrastruktur, in Fachleute, in die Lehrerinnen und Lehrer. Im Dezember 2013 schließlich wurde das neue Dienstrecht von der Regierung ohne Zustimmung der Gewerkschaft beschlossen. Die Lehrervertreter drohten mit Streik und beklagten den Bruch der Sozialpartnerschaft. Die Regierung jedoch blieb unbeeindruckt. Wenn das nicht beeindruckt, der hat kein Herz. Öffentlich, glaube ich, lässt sich auf die Dauer die Position der Gewerkschaft, Bruch der Sozialpartnerschaft, weil wir überfahren werden, nicht aufrechterhalten. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja auch bei zunehmender Entpragmatisierung dennoch Lehrer, Lehrerinnen eine ungewöhnlich hohe Arbeitsplatzsicherheit haben. Neuen Konfliktstoff zwischen Lehrergewerkschaft und Ministerium lieferte das im Februar bekannt gewordene Datenleck im Bundesinstitut für Bildungsforschung. 400.000 vertrauliche Testergebnisse von Schülern landeten ebenso in der Öffentlichkeit wie 37.000 E-Mail-Adressen von Lehrern. Erfolglos forderte Lehrergewerkschafter Kimberger den Rücktritt von Ministerin Heine Schossig. Doch die Ministerin blieb und entschied, dass die nächsten PISA-Tests ausgesetzt werden. Auch Änderungen im neuen Lehrerdienstrecht schloss sie aus. Die wichtigsten Neuerungen des Lehrerdienstrechts, das erst 2019 voll in Kraft tritt. Eine Erhöhung der Anfangsgehälter, dafür eine abgeflachte Gehaltskurve. Die Unterrichtsverpflichtung erhöht sich auf 24 Stunden pro Woche. Sie wird auf 22 Stunden verringert, wenn Lehrer Tätigkeiten des Klassenvorstands, Mentors oder Beratungslehrers übernehmen. Die Unterrichtsverpflichtung reduziert sich auf 20 Stunden, wenn ein Lehrer noch zusätzlich Schularbeitsfächer der Oberstufe unterrichtet. Außerdem sind alle Lehrer zur Weiterbildung außerhalb der Unterrichtszeit verpflichtet. Das neue Lehrerdienstrecht löst jedoch ein zentrales Problem nicht. Der Schlüssel für eine gute Weiterentwicklung in unseren Schulen ist Schulautonomie. Und ich weiß, dass viele Entscheidungen am Standort, direkt vor Ort, gut aufgehoben sind. Ich würde mir auch wünschen, dass diese Dauerbevormundung aus dem Ministerium, aus den Ämtern und Behörden ein Ende hat. Autonomie als solche macht noch nichts besser. Sie schafft nur die strukturellen Voraussetzungen dafür, dass es besser werden kann. Dann muss ich aber auch Schulleitungen haben, ich muss Schulausschüsse haben, ich muss Schulpartnerschaften haben. Ich muss lokales Engagement haben, das diese Autonomie mit Leben erfüllt. Einfach nur Autonomie verkünden ist nur den schwarzen Peter weiterreichen und sagen, ihr seid schuld. Wenn die aber nicht reelle Personalhoheit haben, Budgethoheit haben, Planungshoheit haben, wenn die nicht signifikant den Stundenplan verändern können, signifikant den Lehrereinsatz verändern können und so weiter, dann ist es keine Autonomie, sondern dann ist Quatsch. Nicht perfekt, aber nahe dran. Die Gesamtschule Göttingen ist eine von mehr als 1200 Gesamtschulen in Deutschland. Hier gilt ein zentraler Grundsatz: weitgehende Schulautonomie, Personal- und Lehrplanfreiheit, Pragmatismus statt Ideologie. Wenn ein Lehrer an einem Tag meinetwegen 4 oder 5 Stunden oder sogar 6 Stunden hintereinander in seiner Klasse hat, dann kann er auch entscheiden, ob er nur 20 Minuten Mathe macht und danach auf die Klettergerüste geht und dann vielleicht Deutsch macht. Oder ob er mit dem Theodoliten um die Schule herumgeht und 6 oder 8 Stunden hintereinander Mathe macht. Das können die Kollegen von Moment zu Moment entscheiden, wie es gerade
den Kindern angemessen ist. Und sie brauchen das nicht bei uns als Schulleitung zu beantragen. Göttingen wurde ab 1970 gemeinsam von Wissenschaftlern, Eltern, Pädagogen, Politikern und Architekten als Alternative zum herkömmlichen Schulsystem entwickelt. Also das hier, diese schöne Pflanze hier, ist Herbert. Das ist Robert. Am Anfang, als die Schule gegründet wurde vor 40 Jahren, hieß IGS in Göttingen Idioten-Gesamtschule. Und heute ist es so, dass die Schule so erfolgreich in Göttingen ist, dass wir so viele Anmeldungen haben, dass wir gar nicht alle Kinder aufnehmen können. Wir müssen losen. Schüler mit unterschiedlichen Begabungen und Talenten lernen hier seit 40 Jahren miteinander. Auch das Gebäude wurde architektonisch an dieses Konzept angepasst. Pädagogik beruht hier auf den Erkenntnissen der Hirnforschung. Wir haben aus pädagogischer Sicht, so wie wir uns Schule vorstellen, immer schon das gemacht, was die Hirnforschung jetzt fordert, nämlich ganz stark auf Beziehung zu setzen, auf Lust am Lernen zu setzen, auf eine Beteiligung der Schüler zu setzen, dass sie wirklich angefasst sind von bestimmten Themen. Unser Gehirn ist eine regelsuchende Maschine. Alles, was neu ist, entspricht nicht den Regeln, kann damit auch zu Angst führen. Aber in dem Moment, wo wir motiviert sind, wo wir neugierig sind, vergisst man diese Angst und man kann sich eben den neuen Informationen vollständig widmen. Und das ist mit das Wichtigste beim Lernen, dass wir diese Art der Neugierde in den Kindern am Leben erhalten, wecken und immer wieder neu entfachen. Schön, euch zu sehen. Wir machen weiter mit dem Thema, mit dem wir in der letzten Stunde aufgehört haben. Im Grunde muss man sagen, es ist weniger die Unterrichtsmethode, die Erfolg bringt, sondern es ist der Wechsel zwischen den Methoden, dass man zwischen Frontalunterricht und Gruppenarbeit wechselt, dass vor allen Dingen die Kinder auch immer wieder in die Situation versetzt werden, sich selber etwas zu erklären, sich selber etwas zu erarbeiten. Das ist ein ganz wichtiges Element in der modernen Unterrichtsgestaltung. So, TG-Gespräch. Was könnt ihr dazu sagen? Und bitte achtet darauf, dass ihr nicht so laut redet. 2 Minuten Zeit. Die Basis des pädagogischen Ansatzes ist das Tischgruppenmodell. Mädchen und Buben aus unterschiedlichen Leistungsniveaus lernen hier gemeinsam und unterstützen sich gegenseitig. Und die Partie ist dann wieder, dann stirbt die wieder, dann kommt wieder eine neue. Und das ist halt auch so ein Kreislauf. Ein Fortpflanzungskreislauf. Ja. Ja. Okay, vielen Dank. Jetzt deine Frage. Also, ist die Kohlmeise denn ein Habe? Und guck auf die Erklärung unten rechts. Einer der wichtigsten Botenstoffe ist das Dopamin, eine Art Turbolader für das Gehirn. Überall, wo dieser Botenstoff ausgeschüttet wird, wird die Leistungsfähigkeit des Gehirns quasi gesteigert. Und es wird dann ausgeschüttet, wenn wir eine positive Erwartung einer bestimmten Situation gegenüber haben. Zum Beispiel im schulischen Kontext, im Klassenverband. Der Blick eines Lehrers, das Heben der Augenbrauen. Also vor allen Dingen reagieren wir ganz stark auf soziale Signale. 2 bis 4 Mal pro Jahr finden sogenannte Tischgruppenabende statt. Die Lehrer kommen zu den Schülern und Eltern nach Hause und besprechen einzelne Leistungen und mögliche Probleme in privatem Rahmen. Das mit dem Quatschen, das haben wir reingeschrieben, weil uns das aufgefallen ist. Da würde ich mir wünschen, dass du wieder so ein bisschen zurückkommst. Meinst du, das ging? Ja. Okay. Man kann das Lernen nicht zwischen Schule und Zuhause trennen. Kindliche Gehirne lernen immer, 24 Stunden am Tag. Sogar während des Schlafes lernen wir, zwar nicht mehr Neues, aber das, was wir tagsüber gelernt haben, wird dort konsolidiert. Das heißt, dass man sozusagen die Bildung an die Schule abgibt und die Erziehung zu Hause erfüllt, das springt zu kurz. Bildung muss ein gemeinschaftliches Projekt von Elternhaus und Schule sein. Wir lernen so viel Inhalte in Schule, die für die Gesellschaft völlig unnötig sind. Also man könnte den Stoff wirklich entrümpeln und könnte an Themen orientieren, die wichtig sind für diese Welt. Ganz viele Kinder gehen raus aus der Schule, haben ganz viel Fachwissen angehäuft, haben ihre tollen Zensuren da, aber wissen gar nicht, wofür brennen sie denn? Was ist ihr Auftrag in dieser Gesellschaft? Was wollen sie besser machen? Wo sind die Visionen? Ja, okay. Ja? Eine der wichtigsten Aufgaben von Schule heute besteht darin, den Beginn zu setzen für ein lebenslanges Lernen. Das bedeutet, eine positive Lernumgebung zu schaffen, in der Kinder auch über die 2. Klasse hinaus gerne lernen wollen. Und damit sie das bewerkstelligen, müssen sie auch immer wieder für das belohnt werden, was sie lernen. Das heißt, sie müssen es selber mitbestimmen können.
die Anstellung zum Kind, dass das das Wichtigste ist und dass daran sich Schule messen lassen muss und wir Schule auf das Kind ausrichten müssen und nicht das Kind an die Schule anpassen müssen. Das ist, denke ich, eine universale Botschaft, die in allen Ländern eine zentrale Rolle spielt. Wofür machen wir diese Veranstaltung? Nur für die Kinder. Wenn ich also will, dass ich den Lehrerberuf wieder aufwerte und wenn ich will, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Öffentlichkeit ein ordentliches Standing wiederbekommen, dann wäre der wichtigste Schritt dafür zu sorgen, dass Schulen mehr öffentlich sind, mehr zugänglich sind und Schule wieder sowas wie gemeinsames Gut ist. Und daran fehlt es hier. Also die werden abgestraft für was, was sie eigentlich nur ganz bedingt beeinflussen können. Beide Regierungsparteien sind nicht mutig genug, es mit den Vetomächten in den eigenen Reihen mit der Ideologisierung ihrer Position aufzunehmen. Gute Bildung kostet Geld, aber eine gute Bildung ist auch eine tolle Investition in die Zukunft jedes Einzelnen und auch in das Wohl des Landes. Hier muss man sich eben entscheiden, wem will man das Geld in Österreich geben? Den Kindern, den Jugendlichen der Schulen oder den Banken und den Tunnelbohrern? Ja, das ist unbeschriebene.